Willkommen zur nächsten Partie. Hannover 96 empfängt die TSG Hoffenheim. Die ist aufgrund der letzten Niederlage auf Platz 3 zurückgerutscht, will aber unbedingt gewinnen, um an Schalke, die ja ganz oben sind und die wir hier im Anschluss dann noch spielen werden, um da dran zu bleiben. Auf der 14, allerdings auch nur 2 Punkte hinter Hoffenheim. Das klingt jetzt in der Tabelle sehr groß, 3 und 14, aber von den Punkten her ist da noch alles drin. Auf der 14 momentan Hannover 96. Ja, sehr ausgeglichen. Ein Sieg, eine Niederlage, 2 Unentschieden. Jonathas hat 5-mal getroffen. Kramaric von den Hoffenheimern 5-mal. Und ja, die Software sagt, Mucke gewinnt mit 3:1. Das war auch das Ergebnis in der letzten Saison. Da hat Hoffenheim ebenfalls 3:1 in Hoffenheim gewonnen. Das war die erste Niederlage damals für Hannover 96 am 15. Spieltag unserer Bundesliga. Eure Tipps bitte in die Kommentarbox. Wir machen die Aufstellung. Scheiße, Leben an der Pfeife, los geht's. Es gibt bei mir mal diesmal eine Veränderung. Das ist bei dir der erste direkt mal auf die Fresse gefallen? Ja, das wollte ich ehrlich gesagt gar nicht. Oh. Ja, das ist nass. Da passieren mir auch mal Fehlpässe. Es regnet. Hatten wir schon lange nicht mehr, ne? Regen? Nee, stimmt. Zuletzt war es immer diesig. Ja. Das dauert zu lang. Von der Eingabe bis zur Ausführung dauert es einfach viel zu lang. Und die kommt gut. Latte! Oh, Latte! Das geht ja hier schon wieder gut los. Mann, Mann, Mann. Aber Knallerkopfball. Anton, 5. Minute an die Latte. Ja, toll, da ist keiner. Es geht mal über Ecke. Ich hätte gedacht, ich wäre da dran. Schüttet ja aus Eimern hier. Also für mich sah das aus, als hätte ich geklärt, aber okay. Naja. Naja. Ey. Oh, gut, klasse. Ja, gut gemacht. Umsonst habe ich dir diesmal in die Standaufstellung geschossen. Ja, kann man pfeifen. Vorteil, sagt der Schiri. Oh. Ui, 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 ui. Klaus ist entmannt. Klaus vom Ladengläser sind kaputt. Eieiei. Schöner Pass. Panik! Oh Mann. Boah, das ist ja scheiße. Ui! Ganz stark. Schmiederbach. Sehr temporeich an sich, die Partie. Ja, das stimmt. Baumann. Boah, der war viel zu schlecht. Der Pass war Grütze. Ah, ich hab den A-Knopf vergessen. Oh Gott, das Alter. Oh, jetzt haben wir Platz, jetzt haben wir Platz. Ja, ja. Oh, ich musste den Schritt zurück machen, sonst wärst du nämlich da oben frei gewesen, nicht im Abseits. Den da oben ins Abseits stellen. Sonst hättest du nämlich hier klingeln und es hätte 1 zu Hannover gestanden. Ecke, komm, oder? Ja, ja. Ja. Eben gerade war das schon nicht schlecht. Abgeblockt. Schmiedebach. Ja, das ist so ungefährlich. Da sollte der gar nicht hin. Gnabry macht den Job da eigentlich. Schmiedebach. Der war verzogen. Meine Schüsse aktuell absolute Katastrophe. 8:1 Schüsse. Ja, jetzt willst du es wissen, ne? Nach den Niederlagen mit Bayern. Ja. Tom antworten. Gut gemacht. Ja, muss man sagen. Ah, ich doch mal rübergelegt. Ach, da wäre unfassbar gewesen. Das stimmt.
Wieder zum Abfall gelegt. Gut. Ah, musst du den direkt nehmen. Das wäre ja weg gewesen. So wird es aber auch arschgefährlich, was du da machst. Ja. Ecke. Hannover ist die bessere Mannschaft. Gnabry. Die war nicht gut. Schmiedebach. Ey, meine Fresse. Aber da oben ist kein Stadion, ne? Ja, ich gewinne kein Kopfballduell momentan. Oh, das gibt's. Nicht? Nicht mal gepfiffen. Schön gesehen. Ah, endlich mal ein gefährlicher Schuss von Hoffenheim. Ja. Oh Mann, die. Also warum verspringen die Bälle alle so doll? Ja, Alter, der fällt Anton fast auf die Schnauze und nimmt den Ball. Das war geil. Das war mal geil. Freischuss. Ja, das ist so pfeifen. Aber das war geil von Anton. Ich hasse euch, ganz ehrlich. Da hat Sani klasse gemacht. Ja, war wichtig. Ja, so weit klappt bei mir nicht. Scheiße, was machst du da? Endlich! Oh Gott, das Glück, Gott, wir sind erzwungen hier. Und ich drück die ganze Zeit, schieß den Ball weg, schieß den Ball weg! Das ist ja das, was ich gerade bei mir kritisiere. Ich sage passen oder schießen und es dauert Ewigkeiten, bis sie es ausführen. Oh. Schön. So, komm, weiter. Gut verteidigt. Jetzt hätte er pfeifen lassen müssen. 1-0. Ja, Schüsse 12 Stück von mir. Also ich habe ordentlich Dampf gemacht, aber leider ein bisschen zu ungenau. Passgenauigkeit über 90%, trotzdem, das ist dann nicht schlecht, dass trotzdem so viele Pässe ankamen. Und dann das 1-0, das war glücklich, aber wir haben es so ein bisschen erzwungen durch die offensive Power, die wir vorher hatten. Mal gucken, wie jetzt der zweite Durchgang wird. Da kamen wir ja auch schon fast auf 300. Also ja. Kann man ja ausrechnen, ne? Wir sind vierstellig. Ja. Ah! Oh, du warst noch drin. Okay, ich dachte, ich hab vorbeigeschossen. Gute Ecke. Ja! Eckballtor! Mit Pfosten!
Endlich ein Eckball. Sehr schön von Jonathas. Der beste Torschütze. Hier bisher in dieser Saison für Hannover 96. Oh Gott! Schade. Ja, Gnabry macht seinen Job da gut. Das sah aber echt nach Hand aus, wie er sich den da vorlegt. Ach, volle Möhre. Oh, schön aufgepasst. Ja, guck, geil. Komm, schön nachgesetzt. Oh, gefühlvoll. Lupfen, warum lupfe ich eigentlich nicht? Ach, bin ich bescheuert. Harnik allein schon 6 Schüsse. Das wär's. Bis das Eigentor wäre nicht gegangen. Alter. Ach, schade, ich hab eine andere Wiederholung hier. Ja, ich hab den Schuss von Harnik nochmal gesehen. Ja, ich auch. Ja! Oh, Mann. Ey, den muss er doch festhalten. Ey, weißt du, ist ja Wahnsinn. Jetzt wird's wieder beknackt. Oh, scheiße, das war richtig dämlich von mir. Ah, wieder eine Ecke. Mein Gott. Jetzt aber Schluss hier. Ah, da stand ich schlecht. Schwein gehabt, dass er da noch gegen klopft. Warum wechselt denn EA... Oh, zieh doch durch! Das kann nicht wahr sein, Mann! Das gibt's doch gar nicht! Ey, der schießt da vorbei! Oh, ist das bitter! Oh, Schmiedebach! Ja, das war richtig scheiße. So, Schmiedebach geht raus, gefällt mir erstmal nicht mehr. Au! Ja. Ast rein! Ja! 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 Pfostentor, Jonathas! Oh Gott! Boah, jetzt war noch Pfostentor, das hat die Ewigkeit nicht mehr. Jonathas mit dem Doppelpack. Der war da ganz alleine. Aber gut, war auch nicht geplant. Oh ja, vorhin Fehlpass. Nein!
Oh, was für eine kleine Grätsche. Ach komm, hat keiner gesehen. Guter Schuss! Oh, Traumtor. Ja! Das war ein Traumtor. Eieieiei. Also, ich hab hier gar keinen Platz mehr. Ich hab hier Latte, Kurios und Eckballtor, Pfostentreffer mit Tor. Also, ja. Kein Platz mehr. Ist ungewohnt viel diesmal. Oh, Hanik, oh. Du bist doch echt, also jetzt mal ehrlich. Da dreht er sich weg. Oh, was? Also noch weiter nach vorne, ne? Aufpassen, Leute. Ah, zu weit vorgelegt. Ach, Mann. Torwart! Ach, du bist... Was machst du denn da? Das ist Joggen. Oh. Sie. Ich kann... Ah. Was? Das hätte ich nicht gepfiffen. Ach komm, ey, Scheißleben. Abseits. Oder wär's zumindest, glaube ich. Da macht er die Mitte auf. Ich brauche viel zu viele Chancen. Eieieiei. Gut. Sané! Aber nee. Der ist da nicht gefährlich. Überhaupt nicht platziert. Schön gestört. Gott! Mann. Schön. Oh, was macht der da doch nicht da? Oh, Gnabry! Oh, das kann nicht wahr sein. Das war's. Eieieiei. Da war wirklich viel zum Notieren dabei. Ja, müsst ihr deinen Spaß haben. 3:1 hatte die Software auch getippt, allerdings für Hoffenheim. Und ja, damit 24 Schüsse, 11 aufs Tor. Boah, das war eine richtig schlechte Chancenbewertung von mir. Damit ist aber Hoffenheim erstmal oben komplett abgemeldet, denn Hannover 96, vorher, was war das, 14. oder 15., die überholen jetzt sogar Hoffenheim. Mal gucken, wie weit es für Hoffenheim an diesem Spieltag nach unten geht. Nächstes Match bei uns, Freiburg gegen Schalke. Bis dann, tschüss. Tschüss.